Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal nicht im Fitnesswahn, sondern heute erkläre ich euch, wie ihr in 4 einfachen Schritten endlich unglücklich werdet in 2019. Also let's go! Okay, als allererstes Leute, wenn ihr noch nicht diesen Channel abonniert habt, also hier werde ich Sachen über Fitness, Tutorials, Workouts, Ernährung, Mindset, alles mögliche Lifestyle aus meinem Leben zeigen. Also abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch immer benachrichtigt werdet, wenn es ein neues Video gibt. Und ich freue mich jetzt mit euch loszulegen mit den 4 Top-Tipps, wie ihr in 2019 auf jeden Fall unglücklich werdet. Tipp Nummer 1, eigentlich super leicht umzusetzen. Und zwar verurteilt Leute sofort, wenn ihr sie seht. Mal angenommen, ihr kommt irgendwo rein, seid gerade neu in der Schule und kommt in die Cafeteria, dann, wenn ihr die Leute seht an einem Tisch da drüben und die sehen schon komisch aus auf dem ersten Blick, setzt euch auf keinen Fall neben die, sondern distanziert euch schön, setzt euch schön weit weg und haltet euch definitiv fern. Genauso, wenn Leute andere Religionen haben und wenn sie irgendwie anders aussehen, andere Musik hören, irgendwas komisch mit denen ist, verurteilt sie auf jeden Fall sofort. Haltet euch fern, seid lieber für euch alleine. Tipp Nummer 2. Das ist schon ein bisschen komplizierter jetzt. Ihr dürft niemals, wirklich niemals in der Gegenwart leben. Spielt schön das Wäre-Wenn-Spiel. Was wäre wenn? Lebt in der Vergangenheit, fragt euch, was wäre gewesen, hätte ich dies oder jenes getan? Oder fangt an, Sachen zu vermissen, die in der Vergangenheit mal waren und die ihr jetzt nicht mehr habt. Niemals in der Gegenwart leben, immer schön in der Vergangenheit bleiben oder in die Zukunft denken. Niemals im Hier und Jetzt sein, Leute. Das ist ein ganz, ganz essentieller Tipp, damit ihr auch endlich unglücklich werdet im Jahr 2019. Tipp Nummer 3. Setze dir auf gar keinen Fall Ziele. Streiche es, lerne nicht dazu, setz dir keine Ziele. Gehe sicher, dass deine Motivation immer ganz, 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 ganz low ist, okay? Wenn du mal ein Motivationstief hast, dann bleib auf jeden Fall da drin. Geh da nicht raus. Bleib schön in deinem Motivationstief. Versuch gar nicht erst, dir Bücher zu schnappen und zu lesen. Schau dir keine Tutorials an. Bilde dich auf keinen Fall weiter, sondern lass es dann genauso, wie es ist. Und Tipp Nummer 4, verlasse niemals, auf gar keinen Fall, deine Komfortzone. Lass dich immer von deinen Ängsten aufhalten, weil deine Ängste zeigen dir auf jeden Fall, wie du unglücklich bleibst. Und sei definitiv immer passiv, niemals aktiv. Warte immer auf den Tag, wann es richtig ist, anzufangen. Wenn dir heute nicht so danach ist, abzunehmen und zu starten mit Sport, dann verschieb das auf jeden Fall auf morgen, weil der Moment ist sehr wahrscheinlich gerade wirklich nicht perfekt und du musst immer perfekt starten, um wirklich etwas zu erreichen. Starte niemals, wenn nicht alle Gegebenheiten perfekt sind und nicht der perfekte Moment da ist. Ja Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hilft euch wirklich in 2019 ein bisschen weiter, endlich unglücklich zu sein. Vielleicht seid ihr auch schon unglücklich und ihr macht schon alle dieser Dinge, die ich euch jetzt genannt habe, setzt ihr schon in die Tat um und macht sie schon richtig, dann könnt ihr natürlich auf jeden Fall alles genauso lassen, wie es aktuell ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.